Hallo zusammen bei 7 Days to Die, bei unserem privaten Server von Anduin Dwendiolan Hallo, grüß euch. und meiner Wenigkeit Tifa Nachtwind. Wir hatten das Glück und haben vor dem ersten Abend schon ein Häuschen gefunden, haben es besiedelt. Nur jetzt kommt der nächste Tag und wir sind langsam sehr hungrig. So, Anduin, du machst heute und Co. Ja, nachdem wir viel zu wenig essen haben, Fräulein Tipra, werde ich mich den ganzen Tag, glaube ich, eher draußen aufhalten und werde die Umgebung erkunden und schauen, dass ich irgendwo Essen und Getränke finde. Ja, während ich versuche, unsere Bleibe ein bisschen zu sichern. Ja, also ich habe ja einige Woodspikes aufgestellt. Okay, ich nehme mal die restlichen aus der Kiste, gell? Ja. Und lerne das Schematik, was drinnen ist. Okay. Gut, die Zombies sollten wieder langsamer unterwegs sein. Also schauen wir mal, was sie vor der Tür tut. Komm mit. Jawohl, ich tue nur gerade die leere Dose scrappen, die schmeiße ich noch rein in die Kiste. Schleich mich wieder nach unten. Im Moment schaut es ja ganz gut aus. Heute ist dort schon gelootet. Ja, ich habe alles gelootet, alles leer. So, ich komme schon. Ah ja, wir haben gerade, wie wir das Spiel gestartet haben, nur gehört, ein Tier aufschreien und das dürfte auch in den Woodspikes verändert sein. Das dürfte das Schweinchen gewesen sein, was wir jetzt da gehört haben. Waren mehr Tiere. So. Ich glaube, ich baue die Stiege ab, die was da nebenbei ist, weil da kann man nicht brauchen, dass da. Okay, und die machen wir am Das. Weg. Okay. Gut ist. Ach. Muss ich nur kurz die Map an, dass wir ungefähr wissen. Okay, da ist der Straßenverlauf. Gut. Okay, ich muss die wieder einschalten. Dass wir Oder uns wie? finden, oder? Na, das müsste schon bleiben. Ah, wirklich, war der Dreck ist an. Off. Sehr spannend. Sollen wir nochmal connecten? Geht das? Was soll ich connecten? Mich, ich sehe dich nicht. Ah ja, du bist da aus der Allianz draußen, muss man das jetzt immer. Du hast das gerade Okay. bekommen. Oh, naja. Gut, ich steck aus. Nein, das bringt nichts, du. Ich muss aussteigen. Weil das war schon immer so, dass dran gelegen ist bei mir. Okay. Connect der Server. Warum auch immer, das Hast du jetzt gestoppt, ne? na, der Server läuft, ich muss nur einmal einloggen. Okay. Ich komme schon wieder. Das ist immer, wenn ich vor dir mich am Server locke. Dann siehst du mich nicht. Komischerweise ich dir aber. Okay. So, Gut, du solltest wieder cool. da sein und ich schaue mal noch. Ja, da ist er ja. Jetzt kann ich dich tracken. Okay. So, ich mach mich am Weg. Alles klar, nutzt die Zeit. Dieser Stress immer. Ja, die ersten Tage. Ich schleiche. Schlecht So. ähnlich. Ja. Na. Wobei es mit Schleichen eigentlich eh relativ sinnlos ist. Es ist nur Zeitfrage, bis mir die ersten entdecken werden. Ich werde einfach immer wieder davonlaufen. Beziehungsweise Ja. wenn es weniger sind, versuchen wir die ersten Zombies auch zu legen. Ui, ein Bär. Ja, wenn es schon kräftiger wäre, der Bär wäre ganz cool. Der gibt super viel Fleisch. Ja, ich habe aber auch noch kein Messer. Ach so, ja. Nicht Also. vergessen, man kann ja nicht mehr looten. Man muss sie ja Ah. jetzt abbauen, wie jede andere Ressource, die Tierkadaver.
Also entweder Jagdmesser oder zumindest aus einem Knochenmesser. Und deshalb wird es notwendig Ich bin jetzt werden. wieder ins Haus gelaufen, weil ich wurde. Sensed, oder? Ja, ich bin. Okay, Okay. na, ich bin nur nicht weit weg, dann komme ich nur mal kurz. Sie kriecht zur Haustüre. Nicht Sieg still. kriecht zur Haustüre. Ja, das ist die Schreierin. Es ist eine Schreierin. Oh, die laufen normalerweise. Ui. Schlagt sie die gerade rein? Ja. Na, das ist ja er. Was da Okay, steht. wo ist die Kriecherin dann hin? Die, glaube ich, hat sie in die Spikes verewigt. Okay, und wo bist du jetzt? Ich Ah stehe ja. gerade in unserer. Auf der Seite, was Richtung Straße geht. So, einmal getroffen. Okay. Zweimal. Dreimal. Sicher, die Schreierin ist am Balkon. Wie kommt denn die da rauf? Über die Stiege. War der Balkon oder Außenstiege oder was? Ah, Entschuldigung, Balkon, Terrasse. Haupteingang. Au, du Miststück. Sie macht es ja nicht absichtlich. Na. Geht's? Na, ich bin infiziert. Ach Gott, so schön hat's Kacke. begonnen. Dafür habe ich 2 Glas Wasser und Fett. Ich werde das einfach mal wegstellen. In den Kühlschrank. Das ist ja auch spannend. Warum gibt es jetzt wieder die Kadaver, dass die zur Erde werden? Wo ist das Fett? Ich dachte eigentlich, das wäre deaktiviert. Ich dachte, die Dame habe ich gelootet. Warum kriegen wir jetzt wieder Erdklumpen? Ah. Ah, das wird man beim Server extra deaktivieren müssen. Oh. Zerstören unsere Verteidigung. Nur schlimmer ist, dass du infiziert bist. Ja. Aber ich habe meinen Schlafsack hier. Also von dem her kann ich jetzt tun und lassen, was ich will. Naja, das Ziel ist ja, ja nicht zu sterben. Vielleicht kommt der Antibiotika unter oder Honig. So, etwas Verzögerung. Start zum Looten. Irgendwo da war in Ja, der und dann Nähe. Ui, Kundenbox. da steht der Bär. Der Bär schleicht in der Nähe unseres herum. Soweit der Bär schleicht. Bewegt sich. Ah, jetzt kommt da wieder die Straße runter. Das ist, glaube ich, sogar Zombie-Bär. Hab hier Freude. Naja, ich Einmal habe ja 24 Kaffee. Stunden Zeit. Die gingen schneller vorbei, als man glaubt. Ja, das befürchte ich eben auch. Der Clinch mit Bär ist ja nicht erstrebenswert, das heißt, ich werde versuchen, den da irgendwie ein bisschen zu umgehen. Ich glaube, ich sterbe schneller als erwünscht, denn mein Leben ist auf 40. Blutest du? Hast du das Herz? Weil dann Na, brauchst du eine ich blute Bandage. nicht. Blute nicht. Soll ich die Bandage verschwenden? Ja, verwende mal. Okay. Also wenn du weiterhin singst, dann stimmt irgendwas nicht. Probieren wir es mal. Ach, bin zu nah. Hier schnitzt. Wobei, mit dem Level 1 Bogen wird das wahrscheinlich noch nichts. Oh. Ja, es hält. Okay.
In der Nähe? Ich glaube, wir sind in der Nähe von der Stadt. Ich bin jetzt Richtung Norden gegangen. Das Sau. Auf den Kopf. Ja. Aufpassen, sie stehen ganz gern noch einmal auf. Nein, nein, die habe ich schon gelootet, die Dame, die Nette. Okay. Dafür habe ich wieder ein paar Dosen von ihr bekommen und Fett, also was die Fett hergeben. Ja, ich weiß, ich habe Hunger. Du hast aber, glaube ich, eine Dose Nahrung ich noch jetzt in der drei Kiste. Dosen Nahrung. Ah, cool. Okay. Ja. Ja, dann füll dich einmal auf. Naja, ich bin infiziert. Soll ich jetzt verschwinden? Naja, zumindest bevor es auf Null geht, einmal eine oder was immer nachschießen. Ah, okay. Ach, ich hab schon wieder eine. Was denn? Naja, Zombie. Okay. Drei Dosen Nahrung. Da ist schon wieder wo. Ich hab mal alles, was ich besitze, in das Haus bringen. Ich werde das einfach hier im Erdgeschoss im Kühlschrank deponieren. Mhm. Passt. Fachgerechte Lagerung. Ja, natürlich. So. Große Vorteile, wobei Vorteile. Das ist ja 7 Days, ist ja schwer genug. Wenigstens vergammeln zumindest die Nahrungsmittel nicht. Gut, dann werde ich mich da wieder mal verbarrikadieren und versuchen, die Außenstiege abzubauen. Wesentlich einfacher wahrscheinlich. Man hat vor der Außenstiege eine super Übersicht, wo sich was befindet. Von der Außenstiege? Mhm. Wie meinst du, wo sich was befindet? So im näheren Umfeld vom Haus, ja, oder was? Ja, genau. Ob sie wo was herumschleicht. Okay. Okay. Im Mäuschen ist schon wieder heiß. Hm. Ich habe auch schon gewechselt. Kopfbedeckung. Ah, aber es ist noch immer. Und die Hose wieder steig, wechseln. Steigt noch immer an. Es dürfte unter irgendwie sein. Schauen wir mal, was könnten wir noch machen? Ich will ja nicht unbedingt. Großartig.
damit auch anfälliger bist für Schaden. Bandana wäre nicht schlecht. So. Zack. Ach ja. Unterm Haus, einen Keller haben wir nicht, oder? Nein, mir wäre kein Abgang aufgefallen. Ich meine, ich war nicht so lange wie du im Erdgeschoss, also ja, kann natürlich sein, dass ich es übersehen habe. Ah, super, Knochen habe ich mittlerweile bekommen. Sehr fein. Kannst du so, gleich am Messer. Bandana craften. So. Ich hoffe, die Bandana reicht aus, um das runterzubringen von der Hitze. Na, das reicht nicht aus, das dürfte fast verbranntes Gebiet zählen da. Nächste Axt. Die Stiege ist ganz schön hartnäckig. Hast du eigentlich die Autos in unserer Umgebung gelootet? Ja. Okay. Höre in der Entfernung ganz leises Schleichen. Okay. Das kannst aber unmöglich du sein. Na, dafür bin ich zu weit weg. Okay. Nichts gefunden? Ja, relativ wenig. Ich habe aus der Stadt raus müssen, weil es einfach von der Temperatur noch nicht geht. Okay. Das Problem an dem ersten Gewand ist, dass man sich eigentlich ziemlich erhitzt. Ich habe einen Hut und ich habe mittlerweile eine Bandana, aber das ist zu wenig und ich will die ganze Rüstung nicht ausziehen, also Rüstung, aber die Kleider. Du bist einfach bei den Schlägen viel zu anfällig, dass da infiziert. Also ja, infiziert bin. Ich glaube, das Glück, dass man jetzt innerhalb von 24 Stunden zwei Antibiotika oder Honig finden. Ja, das halte ich für unwahrscheinlich. So, wir werden ein bisschen Baumwolle Farme da, klar. Ja, für Rüstung. Ich werde dich klopfen. Oh, dann bist du nicht so weit weg. Ja, ich komme gerade wieder Richtung Haus. Ich werde dich klopfen. Ja.
welcher Austropopper war das? Ludwig Hirsch in die 80er, oder? Dieses Lied. Oder? Nein, wer war hier, die Klopfen? Ui, peinlich. Ja, das ist eh für mich auch peinlich. War nicht. Nein, es war nicht der Hirsch und es war. Risi Daritz. Nein. Risi Daritz, ne? Der Wilfried? Nein, ach Gott. Ich muss das googeln. Ja. Bis zum nächsten Mal weiß es. Google weiß alles. Aufklärung, nächste Folge. Ich hör die Klopfen. Bist du jetzt hin? Ah, du rundest das aus. Es ist super, wenn man hinter sich die Spuren, also die Geräusche hat von den Zombies, auch getrippeln. Sehr stimmungsvoll. Ach, okay, da ist noch ein Woodframe. Ich sehe am Horizont durch die Bäume unser Häuschen. So, jetzt laufen wir da die andere Seite runter von der Straße. Das, glaube ich, habe ich ja schon gelottet, genau. Das wurde schon gelottet von uns, das da auch. Wie schauen wir da aus? Steine. Das Auto. Scrap. Dann werden wir da Baummesser. Ach ja. Es ist wieder irgendwo eine nette Dame, die mir ins Ohr säuselt. Nee. Noch undetected, oder? Ja, ich bin noch undetected. Okay. Ein Häschen. Oh ja, ein Häschen. Kann man auf Stiegen Woodframes setzen? Na. Das war viel zu wenig. Ich höre deine Pfeile. Ja, ich habe ihn. Sehr gut, flashy. Ein Hase ist da liegt. Wenn ich ihn jetzt dann finde. Jawohl. Was denn? Ich loote gerade den Hasen. Sehr gut. Aber ohne Cooking Pot wird es. Ich glaube, du kannst, glaube ich, so Fleisch am Spieß auch machen, wenn es das noch gibt mit Holz. Da brauchst du nicht einmal einen Cooking Pot. Es ist halt nicht so nahrhaft. Aber okay. besser wie nichts, und da wäre noch ein Huhn. Vielleicht erwische ich das auch noch. Ein Huhn? Ja, wir hatten noch kein Huhn. Ja, ne, leider ist jetzt der Zombie zwischen mir und dem Huhn. Ach ja, das kann sein. Und das Huhn ist sehr hektisch. Welcher Huhn ist das nicht? So ein gestresstes Huhn. Huhn auf Painkillers. Hat sicher irgendwo eine volle Dose Painkillers gefunden. Ein Huhn ist auf Zucker, ist ein Zuckerschock. Wir haben schon wieder über 20 Minuten. Okay, wir hätten 13 Uhr.
Dann machen wir da einen kurzen. Machen dann gleich weiter. Ja, alles okay. Also dann, bis gleich. Dann bis gleich und wir sehen uns gleich wieder. Ciao. Ciao.